Hallo und herzlich willkommen zu unserem 12. Video aus der Reihe Aus der Praxis für die Praxis. Und mein Name ist Klaus Buchinger Wohlgemuth von der SprechMed, der Fachschule für Hypnosetherapie und sprechende Medizin. Und unser Thema heute ist die Ausleitung aus der Hypnose. Die Ausleitung aus der Hypnose stellt letztendlich den Abschluss des hypnotherapeutischen Prozesses dar, nicht den Abschluss der Hypnosesitzung. Diese Ausleitungen können sehr individuell erfolgen und sind so ein bisschen abhängig von der Persönlichkeitsstruktur des Klienten, aber auch von der Vorliebe des Therapeuten oder des Coaches. Man unterscheidet grundsätzlich drei Möglichkeiten der Ausleitung. Das eine ist so diese schnelle Variante, 1, 2, 3, Schnipp, Augen auf. Die zweite Möglichkeit ist das klassische Herauszählen aus der Hypnose. Und die dritte Möglichkeit ist eine sehr freie, eine sehr offene Technik. Man lässt hier dem Klienten entsprechend die Zeit, von alleine aus der Hypnose zurückzukommen. Und natürlich sollten wir dem Klienten Zeit lassen, anzukommen im Hier und Jetzt und natürlich auch die Möglichkeit geben, diesen Prozess des Herauskommens aus der Hypnose so angenehm wie möglich zu gestalten. Auch in den Ausleitungen haben wir die Möglichkeit, verschiedene Suggestionen zu verpacken, so etwas wie frisch, vital, hellwach, zufrieden und so weiter. Ich persönlich bin ein Fan der offenen Ausleitung und das hört sich bei mir ungefähr so an. Und während sich in wenigen Momenten die Tore zu deinem Unterbewusstsein schließen, kommst du in einem für dich geeigneten Tempo aus dieser Hypnose zurück. Und wenn du die Augen öffnest, wirst du hellwach sein, sehr zufrieden. Es wird dir viel besser gehen als vorher. Du wirst dich viel wohler fühlen als vorher, viel gesünder sein als vorher. Das tiefe Wissen und Verständnis haben, dass dein Thema heute erfolgreich bearbeitet wurde. Und du wirst dein gutes Gefühl daraus mit zurücknehmen. Beachten Sie bitte auch, dass es bei der Ausleitung oder nach der Ausleitung aus der Hypnose zu einer kurzen Phase der Desorientierung kommt. Lassen Sie den Klienten nicht gleich aufstehen. Der Blutdruck muss tatsächlich erst einmal nachregulieren. Achten Sie auch darauf, dass kein Hypnosekater entsteht, so wie man das von vielen Bühnenhypnosen kennt. Das heißt, dass der Patient, der Klient nicht richtig zurückgeholt wurde aus der Hypnose. Auch wenn wir alles richtig gemacht haben, gibt es Situationen, in denen der Klient nicht aus der Hypnose zurückkommen möchte. Der Grund dafür ist einfach dieses Wohlfühlen in diesem Zustand. In der Regel geschieht dies, wenn der Klient bewusst oder unbewusst in den Deep State geht oder sich im Estate-Zustand befindet. Auch hier gibt es Möglichkeiten, den Klienten zurückzuholen aus der Hypnose. Das heißt, zunächst kommt eine Warnung, dass er nie wieder in der Lage sein wird, zum Beispiel in diesen wunderbaren Zustand hineinzugehen. Oder wir suggerieren dann eine volle Blase. Was wir dann nutzen, ist derselbe Mechanismus wie nachts, wenn wir schlafen und aufwachen, weil wir auf Toilette müssen. Nachdem wir den Klienten erfolgreich aus der Hypnose zurückgeholt haben, das heißt, wenn die Ausleitung sehr gut funktioniert hat, erfolgt das eigentliche Nachgespräch. Das ist übrigens das Thema in unserem nächsten Video. Ich bedanke mich für das Zuschauen und sage einfach Tschüss und bis bald.